andere Lied eine Choreografie ausgedacht haben. Wie weit sind Sie denn gekommen? Da ich ja noch beim Texten bin und noch keinen Choreografen gefunden habe, der mit mir arbeiten will. Nein, ich bin noch, stimmt, mein Traum war immer, ich tanze erstmal wahnsinnig gerne und ich finde natürlich auch hinreißend. Und meine Idee war immer, dass ich einmal plötzlich bei einer Nummer plötzlich anfange, wie in dem Video von Moby war das, glaube ich. Der Schauspieler, wie hieß der noch? Defoe? Ich glaube, ne? War das Danny Defoe? Der tanzt da plötzlich, weil er war auch Tänzer. Und ich dachte immer, wenn ich plötzlich mal bei einer Nummer tierisch abtanze, ich glaube, dann würden die Leute denken, das kann jetzt nicht sein, oder? Aber das habe ich natürlich jetzt schon verraten, das werde ich vielleicht noch eine Tour überspringen. Aber ich weiß nicht, ob ich das auf dieser Tour noch schaffe. Aber es ist gut, dass Sie mich nochmal erinnert haben. Das müsste ich wirklich nochmal in Angriff nehmen. Und ich, Christopher Walken, genau, nicht da. Genau, Christopher Walken. Genau, der springt dann über das Geländer. Und er war Tänzer auch, Christopher Walken, exakt. Und das, aber stimmt, das könnte ich bei einer Nummer mal einbauen, dann müssten wir alle plötzlich so eine Choreografie haben. Und dann würden die Leute denken, jetzt hat er sie echt nicht mehr. Aber ich habe ja mal mit Pina Bausch gearbeitet, wie ich damals auch schon erwähnte. Und die hat wirklich bei einer Sendung von Roger Willemsen mal erzählt, weil es gab ja mal ein Lied, Grönemeyer kann ich tanzen, von Bela B., glaube ich, und Biglaf Droste. Und die hat dann aber bestätigt, dass ich an sich ganz hinreißend tanzen kann. Das glaubt man nicht, aber an sich... Ich habe jetzt nicht die Statur eines Ballettschönlings, aber ich denke, so innen lebt dann doch schon ein Ballettschuh in mir. Mein Name ist Ralf Jordan, ich bin von einem